Hallo Jungs und Mädels zu einer weiteren Folge von Robinson The Journey. So, sind wir wieder zurück. Nach einer etwas längeren Pause. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir jetzt überhaupt? Karte? Hier unten wollen wir wahrscheinlich mal lang und wollen mal gucken, was es da noch so gibt. Wollen wir nur mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Genau. Ah, hier unten, genau. Da geht's wieder zu unserer Kapsel, gell? Oder müsste es zumindest. Ich würde sagen, wenn ich ein Abenteuer erleben wollte wie du, müsste ich womöglich an ziemlich gefährliche Orte gehen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal an diesen gefährlichen Ort, wie er das schon angedeutet hat. Boah, 2 Tage die Brille nicht aufgehabt und ich merke es sofort wieder. Das ist schon ganz schön krass. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Ja, da oben hatte ich ja noch dieses Armband gefunden gehabt. Ah ja, der ist ja doch wieder hier. Das haben wir schon wieder nicht gescannt gekriegt. Das kann doch nicht wahr sein. Das füge ich sofort hinzu. Genau, Gefahr. Bearbeitung läuft. Ich bin entschieden gegen Abenteuer, Robin. Das ist gefährlich. Wir müssen unkartierte Gebiete erkunden. Hier bei der Kapsel leben wir für immer in Sicherheit. Es gibt Leben, Hicks, und es gibt Überleben. Die Kapsel hat nicht einmal eine Dusche. Gut, aber du kannst jederzeit umkehren. Diese Richtung ist definitiv gefährlich. Okay, da geht's in den Dschungel. Was ist Tar Pit? Tar Pit sagt mir gar nichts. Scan erfolgreich. So, dann war es mir hier hoch, wa? So. Jetzt habe ich endlich die Chance. Jawohl, endlich. Ich muss zwar noch viel mehr von denen scannen, aber... Ja, ist schon mal etwas. Jawohl. Okay. Also da scheint es nicht hoch zu gehen. Aber warum dann diese Wirklichkeit hier hochzuklettern? So. So, wir hier. Wird bearbeitet. Jawohl, was Neues. Ein neues Tier, eine Art Schlange. So. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ja, ich will endlich mal die Dinger vollkriegen, dass das passt. Gut gemacht. Siehst du, wie die Vegetation hier dichter wird? Das ist, weil du dich dem näherst, was man einen Dschungel nennen könnte. Mein Wörterbuch definiert den Dschungel als undurchdringliches Waldgebiet voller menschenfressender Raubtiere. Du bist voll gechillt. Die sind ja voll gechillt, ey, ist das geil. Bearbeitung läuft. Ich
Das Glühwürmchen? Scan erfolgreich. Wird verarbeitet. Es ist ja geil, eine Höhle mit Glühwürmchen. Was gibt's denn noch Romantischeres, ey? Das ist geil. Das füge ich sofort hinzu. Umwandlung. Das ist ein Dschungel. Da gibt es Monster und so. Bitte, du musst nicht für eine Higgs-Einheit dein Leben riskieren. Klar muss ich, will wissen, was hier passiert ist endlich. Gescannt und hinzugefügt. Du bist ja auch niedlich, ey. Gut, letzte Chance. Bist du sicher, dass du diese Einheit finden willst, Robin? Das füge ich sofort hinzu. Scan erfolgreich. Scan und hinzugefügt. Ey, da war ein waschechter Dino, ist das geil. Bearbeitung läuft. Ja. Wird bearbeitet. Gescannt. Oh. Mann, da krieg ich mal einen Nackenstarre. Körperumwandlung. Der Dschungel sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Das war Sarkasmus. Wow, was ist das? So geht können Sie hier nicht drauf. Sonst werden wir jetzt schon verspannt. Okay. Was siehst du? Raptoren. Raptoren. Oder? Sehen aber nicht aus wie Raptoren. Ist das geil. Jetzt wird's aber richtig beeindruckend. Ja, die gescannt zu kriegen wird echt schwierig. Ja. Fast gehabt, ey. Fast gehabt. Oh. Mann, ist das gemein. Zappelt doch mal nicht so. Habt ihr so einen großen Hunger? Das kann doch nicht wahr sein. Das füge ich sofort. Endlich. Oh, ein Akt. Tor. Und die anderen scanne ich vielleicht von da oben. Mal gucken. Gut gemacht.
da, ihr Biester! Runter! Oder von der anderen Seite. Gut, sie hauen ab. Aber ich glaube nicht, dass sie weit weggehen. Wir sollten den Dschungelboden meiden. Wieso hauen die ab? Gescannt und hinzugefügt. Wird bearbeitet. Eine Mutter mit ihren Kindern, das ist ja interessant. Kartenumwandlung. Wow, okay. Also da oben ist irgendwas mit dem Fallschirm abgestürzt. Die Frage ist nur, was? Und kommen wir da irgendwie hoch? Ich befürchte, wir kommen da irgendwie hoch. Machst du dir Sorgen um dein Haustier? Es ist absolut sicher. Ach, mein Haustier ist ein Raptor. Da müsst ihr eigentlich locker mit... nicht ein Raptor, ein T-Rex-Baby. Dann müsst du locker mit so einem Raptor mithalten können. Ist das? Ja, ich denke schon. Robin, komm schnell hier raus. Oh, ist der bekloppt. Wie kann der denn so hochklettern? Alter Schwede, ich würde mir vor Angst in der Hose machen. Naja, gut, das Gute wäre, hier wird sie ablaufen. Schande. So. Ich sehe eine Rettungskapsel. Das sehe ich mir mal an. Fass nichts an, während ich da oben bin. Diese Kapsel ist leer gestartet. Eine Higgs-Einheit war hier, aber sie ist fort. Geklaut. Aus dem Dock gerissen. Vielleicht von einem bösartigen Tier. Gut, da ist eine Higgs-Einheit. Sie kann nicht weit sein. Scan erfolgreich. Vielleicht finden wir einen Weg, diese Pilze zu schließen. Wasser scheint der Schlüssel zu sein. Das wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie müssen wir die schließen können. Wasser? Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Wie kriegen wir Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Wasser wäre die Möglichkeit. Wie kommen wir an Wasser? Wie kommen wir denn an Wasser? Wasser scheint sie zu schließen. Was bringt mir das, wenn ich nicht weiß, wie ich an Wasser komme? Wow. Ja, Philipp, du bist verrückt. Da unten ist Wasser. Kommen wir jetzt runter ins Wasser, oder was? Wahrscheinlich. Oh, unten sind, waren doch die Velociraptoren, nicht, dass die uns erwischen. Die sind garantiert immer noch da unten irgendwo. Gehe ich hier die Wette mit ein, dass die immer noch da unten sind. Du stehst ein bisschen im Weg. Kartenumwandlung. Hm.
tot. Okay. Man darf da also nicht runter. Das ist also nicht vorgesehen. Ah, toll. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich an Wasser komme. Die Vogelscheuche da nicht fertig gebaut. Hier weiß ich nicht, wie ich ins Wasser komme. Naja, gut. Werden sich schon noch Möglichkeiten ergeben. Gute Idee. Ist vielleicht besser, diese riesige Monsterfabrik zu verlassen. Wir müssen für ein paar Daten wirklich nicht alles riskieren. Hier ist auch Wasser. Oder? Ja. So, wir waren jetzt Richtung Dschungel. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Scan erfolgreich. Datenumwandlung. Gut gemacht. Datenumwandlung. Jawohl, in den Daten. Dings. Scan erfolgreich. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Das füge ich sofort hinzu. Bearbeitung läuft. Das füge ich sofort hinzu. Ich weiß, dort gibt es nur Pflanzenfresser, Robin. Aber sie haben große Füße und sind nicht besonders wählerisch. Pflanzenfresser ziehen auch Räuber an. Und du willst doch keine Zwischenmahlzeit werden, oder? Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Scan erfolgreich. Ging doch, was hast du denn? So, war doch das gar nicht. So. Scan und hinzugefügt. Das füge ich sofort hinzu. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Wird bearbeitet. Es ist nicht gerade weise, deiner Freundin einfach überall hin zu folgen. Ist ja nicht so, als würde sie Higgs-Einheiten aufspüren. Oder doch? Hey Mädchen, nicht so schnell. Gescannt und hinzugefügt. Gut gemacht. Gut gemacht.
Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Na, ich hoffe mal, dass ich es bald voll habe, diese Leisten. Wird bearbeitet. So. Gut gemacht. Ach, du bist schon vorgelaufen. Wow, du bist ja gar nicht klein. Du musst es ständig Ärger machen. Aha, ich bin nicht der Einzige, den dein Haustier nervös macht. Oh, na toll. Diese Herde Langhälse grast ganz friedlich. Es wäre eine gute Idee, das Gebiet zu erkunden, bevor etwas Schlimmeres als dein Haustier auftaucht. Okay, das ist so eine Art her. Es sei denn, du möchtest aussterben. Es sei denn, du möchtest aussterben, das ist auch gut. Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Teerstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu Insel zu kommen. Stecken bleiben wäre tödlich. Hier brauchen wir wieder Wasser irgendwie. Wird bearbeitet. Selbst in der Vegetation gibt es Tiere. Das reicht, um hier hochzukommen. Aber Glück. Wow, nicht schlecht. Wie bist du da rübergekommen? Sag mal. Das geht doch gar nicht. Wie hast du das geschafft? Weit zum Springen. Du brauchst etwas, um den Spalt zu überqueren. Ja, das weiß ich auch. Was bist du denn? Na komm, tauch wieder auf. Hier oben bestimmt auch irgendwas, um den Spalt zu überqueren, oder? Anders geht's doch gar nicht. Kann ja hier keine Sackgasse sein. Bäume. Ich glaube, die Trümmer halten ihn fest. Jawohl. Das Teil ja noch. Ah, wie helfe eine Brücke. Nein, scheiße. Versuch nicht, es zu machen wie dein Haustier.
Du kannst nicht von Fels zu Fels springen. Mann, ist das interessant hier. Komm mal. Gut gemacht. Das sollte stabil genug für eine Brücke sein. Besser du gehst darüber, anstatt zu schwimmen. Ey, nee, oder? Das ist ja auch geil. Mann, Mist, darf ich treffen, Dino. Also sonst ist hier nichts weiter. Doch, hier kommen wir nochmal runter. Oder wollen wir schon mal. Oh! Um wen soll ich mich denn jetzt kümmern? Geil, wenn man abrutscht. Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Teerstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu Insel voll zu kommen. Voll abgerutscht. Stecken bleiben wäre tödlich. Ich glaube, die Trümmer halten ihn fest. Gut gemacht. Das sollte stabil genug für eine Brücke sein. Besser du gehst darüber, anstatt zu schwimmen. Das füge ich sofort hinzu. Gut gemacht. Wir müssen einen Weg hier rüber finden. Zum Glück ist es ein recht schmaler Spalt. Wir könnten die Weltraumtrümmer als Brücke nutzen. Scheint mir ein bisschen stabiler zu sein. Nein! Ich Vollidiot. Soll ich noch dieses unstabile Stück? Oh, da ist es wieder. Ein Glück. Muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit geben für so Vollidioten wie mich. Okay, da kommen wir hoch und hier können wir auch noch rüber. So, mal gucken. Hier runter, hier rüber. Das können wir eigentlich alles erkunden hier. Dürfen wir uns noch nicht verlaufen. Och Mann.
Krieg's nicht ganz gescannt, das kann doch nicht wahr sein. Boah, da geht's abwärts. Aus diesem Winkel habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist riesig. Was wir sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Esmeralda war wirklich ein wunderbares Stück Ingenieurskunst. Wow, da geht's aber gut abwärts. Ja, ist drinne. Wow. Endlich. Naja. Einen haben wir schon mal. So. Da geleuchtet. Da ist doch was. Jawohl, noch so ein Daten. Ding. Ach, du bist das, der hier leuchtet. Oh Gott, dann könnt ihr wirklich überall versteckt sein. Meine Güte, nee. Wie sollen wir die dann alle finden? Vorsicht, man weiß nie, wann er sich aufrichtet. Diese Langhälse sind etwas schreckhaft. Wir brauchen noch Trümmer für eine weitere Brücke. Dieses Teil sieht groß genug aus, aber der Kerl hier blockiert es. Er muss da weg. Bloß fertig gescannt kriegen. Bearbeitung läuft. Thank you.
gescannt und hinzugefügt. Ah, geschafft. Blöd, wenn diese Punkte so nah aneinander sind. Hoch, irgendwie komischerweise. Irgendwo ein Bruchteil, was ich hochkriege. Ja, es muss erst aufladen. Deswegen habe ich das da hinten wahrscheinlich auch nicht hochgekriegt. Was da drüben nochmal. Oder wir nehmen das mit hier. Oh, Entschuldigung. Mein kleiner Freund fast komplett ausgeschaltet. Sowieso nicht hoch. Och Mann. Shit, ey. Was ist los? Ja, es hat geklappt. Ganz knapp, aber es hat geklappt. Robin, sieh mal. Ja, toll, was soll ich denn sehen? Sag deinem Haustier, es soll den Langhals anknochen. Das könnte klappen. Achso, ja, damit ich da rüber kann. Ich glaube, ich kann dir helfen. Dahin. Komm her. Hey. Entschuldigung, Robin? Leica, brüll! Hierher! Los! Los, brüll! Gut. Ja, jawohl, wunderbar. Schnell! Das kann es nicht. Ich hab diesen Drehen wahrscheinlich noch nicht so wirklich raus.
stelle ich gerade fest. Oh nein, jetzt, wieso ist das überhaupt komplett im Boden versunken? Ups. Ja klar, schmeiß das Futter ins Wasser. Das bringt auch viel. Hat aufgegeben. Erstmal hier ablegen. Nein! Immer noch ein Stück. Ey, reicht das überhaupt? Das muss reichen. Robin, sieh mal. Ey, wieso versinkt das jetzt auch noch da in dem Boden? Ich krieg die Krise. Ey, das reicht nicht, wa? Ist nicht lang genug. Geh jetzt! Brüll! Gut, ich muss zugeben, dass es uns geholfen hat. Vielleicht kriege ich das Ding jetzt hier frei. Ich dachte, er würde weggehen und wir könnten hinüber. Du denkst doch nicht etwa darüber nach, unter dem Langhals durchzugehen? Also, da kann ich jetzt durch. Na toll, aber hier drüben... Ich habe noch keine Möglichkeit darüber oder hier rüber. Wieso reicht das denn nicht? Ich weiß, nervt, das ist ja ein dauernder Versuch, aber ich... Das muss doch reichen von der Größe her. Steht das nicht. Ja. Jetzt. Eine Higgs-Konstruktionseinheit. Sie wird interessante Daten enthalten. Und war überraschend einfach zu erreichen. Ja, war überraschend einfach zu erreichen. Schon klar. Ey, das war sowas von klar. Hast du die jetzt gefressen, oder was? Eigentum. Higgs-Einheiten haben viele Funktionen, aber Ernährung ist keine davon. Ja, toll. Wie kriege ich dich jetzt? Ich hab's auch noch gestreift. Also ich kann mich schon unterscheiden. Das arme Ding hat es nicht verdient, als Kauknochen zu enden. Besser, wir holen es da raus. Und die Frage ist nur, wie? Ist nämlich auch lustig. So, wir sind hinten hoch, oben wie. Der Felsen da drüben ist höher. Von dort aus müsstest du seinen Kopf erreichen können. Na los, das arme Ding hat es nicht verdient, als Kauknochen zu enden. Besser, wir holen es da raus. Wow, wie sieht das hier aus? Wie ein Schlachtfeld. Durch den Dino durchgeschmissen, lol. Mia, komm, Futter. Ich habe den Verdacht, dass diese Dinger immer hungrig sind. Findest du vielleicht etwas Appetitlicheres?
Ich hätte nie gedacht, dass so ein Riesendino so wählerisch ist. Diese Higgs-Einheit hat die gleiche Farbe wie die orangefarbenen Früchte. Meinst du, da gibt es eine Verbindung? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich kann dir helfen. Wir sollten das reparieren. Wie soll ich denn das reparieren, sag mal? Lass mich dir doch dabei helfen. Achso, du kannst das oder was? Ach stimmt, ja. Ah, okay, wie sollen wir hier neue Energie? Ah, das ist das Orangenes. Wunderbar. Mal sehen, ja, wer die Frucht macht. Also die gleiche Farbe. Jawohl. Doch, es war die Farbe. Endlich. Geschafft. Gut gemacht. Schnell, Robin. Scanne die Higgs-Einheit. Wer weiß, ob er jetzt eine Vorliebe für Higgs-Einheiten hat. So, und was? Konstruktionscrew, Einheitsinspektion, Esmeralda-Brücke. Higgs Konstruktionseinheit 7238 meldet. Und wieder eine Trophäe gekriegt. Commander Hamilton wendet sich direkt an euch. Wir haben einen Weltraum-Zwischenfall Klasse Alpha erlebt. Wir wissen nicht, was passiert ist. Aus diesem Grund aktivieren wir euch. Kümmert euch darum. Ist der Schaden intern oder extern? Extern. Die Hauptmotoren waren kurzzeitig außer Betrieb, das müsst ihr untersuchen. Aber die Funktionalität unserer Außenbordsysteme ist gleich null. Bevor uns die Welle der Zerstörung traf, hat uns eine Nachricht von der Erde erreicht. Die Motoren funktionieren nur teilweise. Wir können Tyson 3 erreichen, aber es wird wesentlich länger dauern. Vor allem der Abbremsvorgang wird beeinträchtigt sein. Hat uns irgendetwas in der Nachricht von der Erde vor dem Zwischenfall gewarnt? Nein, da war nichts. Wir wissen nicht mal, ob sie von der Erde war. Aber es waren definitiv Erddaten. Die ausgecheckten Pakete. Handshake-Protokolle waren verschieden, aber das ist zu erwarten. Wir sind jetzt fast ein Jahrhundert im Weltraum. Aber wir kennen unsere Protokolle. Das hier hat einen anderen Ursprung. Ihr müsst nach draußen gehen. Wir brauchen unsere Kommunikationssysteme. Wir müssen wieder in Kontakt mit der Erde treten und mit Tyson 3. Wir brauchen den Rest der Nachricht. Es ist schlimm, Commander. Der strukturelle Schaden ist minimal, doch die Außenhülle des Schiffs wurde elektronisch sandgestrahlt. Ohne eine komplette Reparatur kriegen wir die Funksysteme nie wieder online. Aber es kommt noch schlimmer. Unsere lebenserhaltenden Systeme sind kurz vor dem Ausfall. Solarpaneele, Wärmetauscherkacheln, Abfallrecycling, Luftfilter. Alles mit einer Verbindung nach draußen ist betroffen. Wir können den Betrieb zum Teil wiederherstellen, aber das hat Folgen. Das Leben auf der Esmeralda wird sich von nun an ändern. Das Leben wird härter werden. Na super. Hat dieser Zwischenfall den Absturz bewirkt? Indirekt. Ja. Wir haben Tyson 3 noch erreicht, aber einige der Probleme wurden nie gelöst. Aber da ich das ja jetzt habe, könnte ich doch beim Dschungel mal gucken. Vielleicht hätte ich da auch mit der Kugel da was machen können, wassertechnisch, dass ich weitergekommen wäre. Aber hier die Higgs-Einheit, die habe ich schon mal. Ich glaube, das war's dann fürs erste hier zumindest. Manche Ecken sind echt schwierig zu erreichen. Jetzt wollen wir hier die Higgs-Einheit. Jetzt müssen wir im Dschungel dann wahrscheinlich nochmal gucken.
Du musst einen anderen Weg zurückfinden oder den hier irgendwie fortjagen. Dass sich mit seinem fetten Arsch hier erstmal hingesetzt. Kaum zu glauben. Setzt er sich mit seinem fetten Arsch dahin. Ah, dazwischen der Schnauze ist immer das Schwierigste. Geh jetzt! Komm her! Leica, brüll! Da! Los, brüll! Brüll! Dass Leica da ist. Wow! Da stelle ich ja voll mit seinem Schwanz. Kannst du ja nicht mal abhauen. Dass sie ja rüber kann. Wow. So. So, Leica. Oh. Prima. Weil wir können hier noch rüber. Ich glaube, ich kann dir helfen. Was ist denn jetzt los? Das Langhalsbaby scheint Probleme zu haben. Meinst du, wir können ihm helfen, Hicks? Ja, wir könnten ihm helfen. Moralisch sollten wir das. Aber ich frage mich, wie seine Eltern reagieren. Kann ich ihm denn helfen, sag mal? Wie könnte ich ihm denn helfen? Ist echt schwieriger, als es aussieht. Ah. Hey, ganz ruhig. Du kannst uns vertrauen. Wir wollen dir helfen. Gut, das müsste gehen. Zurück bei seiner Familie. Ah, Erfolg. Gute Tat vollbracht. Und Rettungsmission erledigt. Jawohl, eine Trophäe und dann noch die Mission erledigt. Super. Na, ist jetzt wieder alles gut, ja? Das ist doch top. Na. Ist doch alles zum Kotzen. Komme ich jetzt hier rüber? Mit dem kleinen Ding hier glaube ich garantiert nicht, wa? Shitte. Komme ich jetzt hier wieder raus?
So. Könnte vielleicht doch reichen. Hierüber komme ich jetzt nicht weiter. Oder darüber und dann daraus. Ja, da wo mein Dino ist. Da muss ich wahrscheinlich raus. Ah, hier, das Ding habe ich dort damals genommen, um rüberzukommen, oder? Muss ich da jetzt hier mit auch irgendwie rüberkommen? Ja, das war da hier, wo das alles so kompliziert war. Wow! Fragen wir jetzt nicht, wie das geklappt hat, aber es hat geklappt. Ich glaube, das ist erstmal die Hauptsache. Das ist der Baumstamm, genau. Darüber kommen wir wieder raus. Ich werde zum Kotzen manchmal. So. Wenn du da reinfällst, findet man in 60 Millionen Jahren deine versteinerten Überreste. Gut, dass du das Baby zu seiner Mutter zurückgebracht hast. Trotz des Risikos hat es mich gefreut, dass sie vereint sind. Du hilfst gern verlorenen Kindern, nicht wahr? Vielleicht können wir einmal hierher zurückkommen. So gefährlich scheint es gar nicht zu sein. Jetzt auf einmal. So, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte einen Abo oder ein Like da. Falls nicht, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben. Aber schreibt dann bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, wie ich mich verbessern kann.